Aber so langsam bekomme ich wirklich Hunger. Ich glaube, dann mache ich doch mal eine Aufnahmepause. Eine ganz kurze Aufnahmepause. Diesmal verspreche ich es wirklich, dass ich danach sofort weitermache. Aber ich habe echt Hunger. Und ich habe echt wirklich Hunger. Und wenn mein Bauch anfängt zu knurren, das wäre nicht so toll. Boah, ich vergesse die ganze Zeit zu heilen. So, jetzt aber. Können wir auch mal ein bisschen angreifen hier. Ein bisschen langsamer gemacht. So. Aber wir sind auch einfach stärker als wir. Also als ich jetzt zum Beispiel, weil Level 28 kannst halt als Level 25er nicht so viel machen. Bei 3 Level Unterschied jetzt eigentlich nicht so gravierend ist. Aber man merkt es schon ein bisschen. Man merkt es wirklich schon ein bisschen. Trifft uns noch jemand an, oder was? Wo ist denn eigentlich der Flaggenträger der Allianz? Tot. Ja, das passt dann. Jetzt haben sie wieder. Aber ich glaube, der wird es nicht lange überleben. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Seite raus, damit wir den Weg abschneiden können, wenn er es wirklich schaffen sollte, hier rauszukommen. Dann können wir ihn verlangsamen. Und dann töten. Wär schön, auf jeden Fall. Da vorne kommt er schon. Warum hält ihn keiner auf? Warum kommt da keiner mit? Ah ja, wir können nicht verlangsamen, wir können nicht verlangsamen. Ich will ihn auf jeden Fall nicht wegschlagen. Ja, super, jetzt hat das absorbiert, oder was? Ja, jetzt kommt er auf die Fresse. Aber wir auch. Ja, erstmal. Was? Ach, da. Ja, da ist noch Anhang. Blöd. Ja, das war wirklich blöd. Das kommt dann wahrscheinlich wieder durch. Schade eigentlich, echt schade. Aber man merkt schon, dass wir eigentlich ziemlich besser dran sind als die. Wir achten halt nur auf die Flagge. So, erstmal schön buffen. Und dann ab der Fisch. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt überhaupt schon aufnehme. Ich glaube, eine halbe Stunde gerade mal. Ich wollte eigentlich locker so 1,5 Stunden aufnehmen. Eine Stunde, 1,5 Stunden. Damit es hier dann ein bisschen mehr Folgen am Stück geht, weil es gab ja schon längere Zeit nicht mehr. So, jetzt machen wir was. Ne, da kommen so viele. Das schaffst du. Wenn er da als einzigster reinrennt, dann bist du halt tot und fertig. Ja, jetzt sind wir sowieso tot wahrscheinlich. Lass mich in Ruhe. Nein, ich will mich heilen. I wanna heal me. So, lass mich in Ruhe. So, machen wir dieses Ding jetzt aufstellen hier. Ja, jetzt mal weg. Jetzt mal weg. Jetzt hat er uns gestunt. Tot. Ja, ich muss halt... Nein, lauf nicht weiter. Mann, ey, diese scheiß Freezes, die kotzen echt an. Muss man sich auch mal ein bisschen aufregen hier. Ich glaube, ich schaue mal in dem Forum nach, woran das Problem liegen kann, weil das nervt echt. Das nervt wirklich. Und vielleicht kann ich dann mal in der Aufnahmepause auch mal nach ein paar Add-ons suchen. Irgendwie ruckelt's. Irgendwie ruckelt's ein bisschen. Oder? Ja, irgendwie schon, obwohl ich 94 Frames habe. 14er Ping, 14 Millisekunden. Eigentlich recht gut, aber trotzdem ruckelt's irgendwie ein bisschen. Ich glaube, wir verlieren. Und mal erstmal das da, damit ich jetzt auch mal ein bisschen was machen kann. Voll, Alter. Schau, wie viel wir Leben verloren haben. Hier ist gerade mit so einem scheiß Angriff. Du hast ja überhaupt keine Möglichkeit. Welches Level ist denn die? Wir hätten, glaube ich, einen Schurken anfangen sollen. Machen wir einen Schurken? Nein. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt ist es zu spät. Mann. Da haben wir schon Account Equipment. Und trotzdem kann man nichts reißen. Ja, das ist wahrscheinlich auch. Und ich kann halt ein bisschen besser einen Schurken spielen als wie einen Schamanen. Und ja, wenn du halt einen Spieler gestunt hast, also dass er nichts mehr machen kann, dann bist du halt tot meistens. Dann bist du halt wirklich tot. Vor allem, wenn du nur Lederrüstung an hast. Wir hatten auch überhaupt keine Chancen zu wehren. Muss ich sagen. Da haben wir bei dem schon Erdeschancen. Auch wenn wir gerade zu dritt angegriffen haben. Oh, einer ist sogar gestorben. Ja, gegen die können wir es auch mal versuchen eigentlich. Erstmal. Ah, verfehlt natürlich. Kommt schon wieder einer. Aber nicht mit mir diesmal, nicht mit mir. Oh, super. Alter, die greifen immer zu fünft an, ey. Heilen. Nee. Es geht einfach nicht. Aber man merkt schon, ich versuche wenigstens alles, aber du kannst halt vergessen, gegen mehrere anzutreten. Das klappt meistens nicht. Und ja, wir brauchen auch mal Schmuck oder so. Aber ohne Kohle kannst halt hier wirklich nicht viel kaufen. Was ja relativ klar ist. Wenn du kein Geld hast, kannst du halt nichts kaufen. Ist auch in echt so. Der greift uns an. Der greift uns an. Den hauen wir weg. Jetzt ist er da. Ach scheiße, wir können es nicht machen.
So, weg mit dir. So, jetzt steht der erstmal. Einen grausamen Tod hoffe ich. Macht das Ding auf. Oh, jetzt haut er ab, ja. Erst uns angreifen, jetzt abhauen. Mit seinem Hirsch, Alter. Also diese Hirsche finde ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Sieht eigentlich recht lustig aus. So, jetzt erstmal das hier aufstellen. Bisschen Attack hier. Ein bisschen attacken. Und wir verdecken. Nein, wir verdecken nicht. Obwohl, wir sollten uns mal hochheilen. Nicht, dass wir dann irgendwann verdecken durch einen Schurken oder so. Aber der heilt sich auch hoch, ne? Der heilt sich auch wirklich hoch. Und es steht immer noch 0-0. Also wir halten doch recht gut aufrecht. Jetzt sind wir weg. Ja, irgendwie läuft es gerade nicht so mit der Horde. Wo wäre dann schon der vierte BG-Fell ineinander, glaube ich. Am Anfang haben wir 4 Siege ineinander gebracht, jetzt 4 Fails. Und dann wieder 4 Siege hoffentlich. Und dann mal hoffentlich mal gar kein Fail. Und nur 1-2, weil das ist echt schon scheiße, ne? Wenn man die ganze Zeit hier verliert. Aber was willst du denn machen? Ich habe bis jetzt nur einen 25er gesehen und die restlichen waren 28 bis 29. Da kannst du halt nicht viel machen. Wirklich nicht. Was sind das überhaupt erst so? Ja, aber das können wir eh nicht machen. Komm schon. Hoch rein. Oh, das war Glück, Alter. Das war Glück für ihn. Mach mal erstmal das da hier. Und das da hier, damit wir ein bisschen Schutz haben. Aber das war's. Vielleicht hätten wir doch lieber zur Allianz gehen sollen. Aber naja, das ist immer so. Wenn du bei der Allianz bist, kriegst du halt von der Horde auf die Fresse. Wenn du bei der Horde bist, kriegst du halt von der Allianz auf die Fresse. Das ist halt... Das ist halt einfach so. Dann denkst du immer, ach, wärst du halt zu dem gegangen, und dann bist du bei denen und denkst dir, wärst du nicht gegangen, hättest du jetzt einen Sieg gehabt. Aber du kannst halt nicht immer in einem BG kommen, wo du nur gewinnst. Also du bist Multiboxer oder so. Also Multiboxer sind das die, wo 4 Spieler auf einmal steuern durch so ein Add-on. Aber guckt euch das an, die sind halt so, keine Ahnung, es sind 5 Leute da, da brauchst du nicht anzugreifen, da brauchst du halt nicht hinzugehen. Wir bekommen gar nicht mal die Flagge. Wir sind zu dritt in der Kammer und trotzdem schaffen wir es nicht. Nee, ich hau ab. Ich hau ab, Alter. Versuche ich es noch. Keiner ist weggeflogen. Das war's. Eigentlich könnten wir gleich quitten. Sollen wir quitten? Ja, was willst du denn hier noch zuschauen? Ja, wir quitten einfach. Ist jetzt auch egal. Schaffen verlassen, das machen meistens auch bestimmt. Machen wir. Ach so, wir sind im Wasser. Ich dachte jetzt schon, dass wir jetzt irgendwo runtergefallen sind. Aber wir sind nur im Wasser. Wir sind gerade bei Level 19. Und man merkt schon, dass wir wenig für die Quest bekommen. Wir werden Inni noch nicht schlecht. Können wir eigentlich machen. Rüber finden. Haben wir noch eine Inni gemacht. Ist auch nicht schlecht. Ich nehme mir das ganze Zeug nie auf. Man klickt immer drauf, aber es passiert eben nichts. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt die Maus sieht. Seht. Ich glaube irgendwie nicht. Ich muss es glaube ich mal wieder anmachen. Oh, 600 haben wir gezockt. Guck mal, Level 20 ist ja auch kein Wunder eigentlich. Man muss immer doppelt klicken irgendwie. Doppelklick, Doppelklick, Doppelklick. Dann bekommt man erst den Scheiß. Noch 4 Stück brauchen wir, dann haben wir es geschafft. Ich denke, wir können auch mehr die 3 machen, anstatt die 2, weil die erreichen sie. Ach, jetzt müssen wir da hinschieben natürlich. Die kommen ja meistens eh nicht zu uns. Und das Tote war, glaube ich, nicht die Reichweite, um den zu treffen. Obwohl, welche Reichweite hatten der? Im Umkreis von 40 Meter. Ja, gut, das klappt auf jeden Fall. So. Chaka. Wir hätten das hier ernst machen sollen. Ich glaube, ich download mir dann mal den neuesten Grafikkartentreiber. Und guck mal, ob es denn damit besser klappt. Wenn es überhaupt schon den neuesten gibt. Oder ob es überhaupt schon neuesten gibt. So, auf jeden Fall, das bekommt man immer, wenn man ein Schlachtfeld verlässt, der Deserteur. Der ist dann 15 Minuten, kannst du halt 15 Minuten kein Schlachtfeld beitreten. Wenn es bei der Indie passiert, dann sogar eine halbe Stunde. Also auf jeden Fall machen die was. So ist ja bei FIFA nicht schlecht, wenn einer bei FIFA verlässt, dass man dann auch so einen Deserteur-Titel bekommt oder so, dass man da halt 20 Minuten lang oder 30 Minuten lang kein Spiel mehr beitreten kann. Jetzt auch wenn man Disconnect bekommt, dann hat man halt Pech gehabt, dann soll man halt sowas nicht spielen oder so. Dann hat man halt einfach Pech gehabt, dann kann man halt eine halbe Stunde spielen.
dass immer das beschützt wird, Alter, finde ich echt komisch. Das nervt halt einfach, wenn man bei FIFA einer quittet. Jetzt hat er verlassen, natürlich. Ne, irgendwie machen wir noch, aber dann esse ich was. Und gucken wir mal, wie lange wir schon gespielt haben. Wie viel noch? Ja, einen noch, aber egal. Machen wir es einfach mal. Was ist denn das Schönes? Ach, wieder das. Da waren wir ja schon mal drin. Das Ding von Allianz da. Ding war nicht schlecht. Recount, da können wir halt sehen, wie viel Schaden wir gemacht haben. Insgesamt im Vergleich zu den anderen. Das ist aber nicht schlecht, um zu schauen, ob die anderen stärker sind als hier oder ob sie einfach mehr Schaden machen. Aber vor allem hier in der Innen können wir immer mehr die 3 machen anstatt die 2. Ja, was heißt, wie heißt das? Also Flammenschock. So, erstmal Flammenschock. Wir machen auch ein bisschen mehr Schaden. Ah, da ist noch einer. Dann hätten wir den auch Flammenschocken können. Das Blöde ist auch, die Gegner sterben zu schnell, weil du musst halt immer erst eine Attacke machen. Also du musst auf immer erst 2 Sekunden warten, bis du angreifen kannst. Und bis dahin sind die meisten halt schon tot. Und deswegen kriegst du halt nicht so viel Schaden mehr raus. Oh, die haben wir jetzt one-hitted. Den wahrscheinlich auch mehr. Aber man muss sagen, schwach sind wir wirklich nicht. Den erstmal angreifen, auch mal. Ach, wir müssen natürlich erst warten. So, hohe Bedrohung haben wir. Ein bisschen betäubt. Finde ich auch cool, dass es jetzt da steht, was wir sind. Weil früher war das nicht so. Ach, super. Ich gehe bye-bye. Oh, bye-bye. Ja, anscheinend kann der Tank überhaupt nichts. Wenn er schon da krepiert oder es könnte auch am Heal liegen. Ich bin mir nicht sicher, ich habe jetzt nicht wirklich geschaut. Ja, war für den Arsch, ne? Also irgendwie haben wir heute nicht das Glück, irgendwas Gescheites zu finden. Also müssen wir natürlich wieder bis hier hingehen. Da können wir mal Stummen anschauen. Da waren wir, glaube ich, noch nie. Oder waren wir hier schon mal? Ne, ich glaube nicht. Also das ist der Wald von Elvin. Der sieht schöner aus, wenn man jetzt nicht tot ist. Aber ja, sieht halt ein bisschen grün aus, ein bisschen schöner hier. So, das ist Sturmwind. Die Base von der Allianz. Da sind die meisten drin. Und da ist wahrscheinlich einer, da stehen sie immer davor und machen Duelle. Das ist eigentlich recht nice da, aber ist bei der Horde genauso eigentlich. Sturmwind Territorium der Allianz. Ihr seid tot. Ja, die Statuen so halt, ne. Da stehen halt nicht viele NPCs, aber die sieht man halt nicht, wenn man tot ist, nur im Umkreis von unserer Leiche. Damit wir einfach schauen können, was da los ist. Ja, der eine hat schon gequittet. Der Heiler ist aber nicht gestorben, oder? Nur die oberen beiden. Also lag's doch am Heiler. Denke ich mal. Dass er überhaupt nichts gemacht hat. Da kam nichts an auf. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie bekommen wir heute nur Arschloch-Lobbys. Wenn man überhaupt das als Lobby nennen kann. Arschloch-Lobby ist einfach mal ein geiles Wort. Wir haben halt nur irgendwie Fails da. Und wirklich was gerissen haben wir auch noch nicht. Da steht ein Geistheiler. Ist der jetzt vor jedem BG oder ist er einfach nur so da? So. Können wir retzen? Wir können doch retzen, oder? Ja. Nee. Wo kann man nochmal retzen? Ja, da. Machen wir es mal. So, und Chaka. Das können wir auch mal schauen, wie man ihn wiederbeleben kann. Das ist eine ziemlich coole Sache eigentlich, dass man das kann. Chaka und genau, na, der ist schon da. Ja. Wiederbeleben habe ich schon gemacht. Brauchst du nicht nochmal zu machen. Den können wir jetzt eigentlich sogar kicken. Aber ich weiß nicht wie, Ausschusswahl. Wir können. Ja gut. Jetzt. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Weg. So, jetzt hat er erstmal schön gekickt. Dann müssen wir jetzt auf einen neuen Heiler warten. Und das. Ja, okay, lange dauert es nicht, weil wir ja schon im BG drin sind. Im BG. In der Indie drin sind. Da wird es hoffentlich nicht so lange dauern. Aber es kann natürlich lange dauern. Machen wir nicht. Ah, ja, schon ist er nicht drin, also.
Das hat das Positive noch am Low Level, dass halt ziemlich viele noch da sind. Wenn du ein hohes Level bist oder so Level 70 oder so, dann dauert es halt lange, wenn es so ein Heiler quittet. Da quitten auch meistens die anderen hinterher, weil es einfach zu lang dauert. So.